Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wie ihr sehen könnt, es ist nicht nur Samstag, sondern es ist Supra Saturday. Ich habe für die Supra wieder geile Parts am Start. Einmal Scheinwerferblende, eine Heckscheibenblende und ganz neu unsere gefrästen Steckdiffusor. Wie ich das Ganze montiere, gleich im Anschluss zu sehen. Fangen wir mal mit der Scheinwerferblende an. Ich habe die jetzt schon ein bisschen vorbereitet und sag ich mal semi-mäßig angeklebt. Warum habe ich das gemacht? Weil mal ein großer Fehler passiert ist. Ich habe halt gestern das Ding lackiert erst und habe in die falsche Farbdose gegriffen. Habe aus Versehen Ford Rot genommen und dachte, das ist das Rot von meiner Supra. Ja, war leider nicht so passend, wie ihr seht, Farbtonunterschied. Match perfekt. Aber ja, trotzdem im Großen und Ganzen wollte ich es euch zeigen, wie es einfach wirkt. Sehr schön hier die Kontur, wo man gerade bei dem Scheinwerfer mit übernommen habe. Was mir direkt aufgefallen ist, die Supra hat von Werk ab prinzipiell hier ein großes Spaltmaß drin. Das ist jetzt natürlich etwas deutlicher, wenn man das Ganze in Waagefarbe lackiert. Ne? Also lasst euch doch nicht abschrecken davon, von wegen, das wäre scheiß Passgenauigkeit oder was. Ne? Es ist einfach so, nehmt da die Scheinwerferblende weg. Kann ich euch ja zeigen. Habt ihr trotzdem hier den Spaltmaß. Ne? Also macht keinen Unterschied im Großen und Ganzen. Allerdings halt die Verblendung hier, die dann einfach den Scheinwerfer ein bisschen schmaler wirken lässt. Von der Montage her, wie ihr es ja von den anderen Videos her kennt, komplett easy going. Scheinwerfer einmal vorreinigen, Schutzfolie abziehen. Nehmt dafür meinen Trick mit dem Kreppband, damit ihr genügend Fläche habt zum Abziehen. Aufsetzen. Stück für Stück abziehe, fertig und schon bappt das Ding. Also somit zum Thema Scheinwerferblende wären wir schon durch und dann gehen wir weiter zum Daniel seiner Supra, denn der bekommt von uns jetzt die Heckscheibenblende und den Diffusor. Und wir fangen mit der Heckscheibenblende an. Ich habe hier das gute Stück schon mal draufgesetzt. Wie immer an für sich. Kontrolliert einmal die Passgenauigkeit, wenn ihr alleine seid. Einfach mit einem Stück Tape befestigen. Achtet darauf, dass hier neben die Kontur von der Scheibe schön übernommen wird. Und dann gehen wir auf die andere Seite. Und wie ihr sehen könnt, haben wir hier einen wunderschönen Abschluss zur Scheibe hin. Also einwandfrei von der Passgenauigkeit. Können wir so montieren. Und wie immer müssen wir das Ganze jetzt erstmal vorbereiten, indem ich mir schnell den Glasreiniger schnapp. Und dann ist im Lieferumfang natürlich auch nochmal unser Surface Cleaner, der nochmal explizit für Fette und Silikone und Salze da ist, damit wir wirklich das beste Klebeergebnis erzielen können. Was mir schon aufgefallen ist, gerade jetzt hier auf einer Heckscheibe, sieht man einen leichten Schmierfilm, der hier bleibt. Prinzipiell ist der Schmierfilm nicht störend. Aber ich bin halt so einer, der sagt, komm, geh lieber noch mal mit dem Mikrofasertuch drüber und du das einfach noch mal so ein bisschen abreibe. Natürlich am besten nicht mit der Seite, wo ihr jetzt gerade die Scheibe geputzt habt, wo vielleicht noch mal was vom Glasreiniger oder ähnlichem drauf ist. Hier wie gewohnt zieht euch ein kleines Stück von der Schutzfolie ab. Und dann macht ihr euch hier die Laschen dran, damit ihr das schön rausziehen könnt. Und dann können wir auch schon wieder loslegen und die Schutzfolie abziehen. Jetzt ist es natürlich wichtig, hier neben genau die Kontur zu treffen. Und dann arbeiten wir uns ganz langsam von der einen zur anderen Seite rüber. Drahtenke immer ordentlich andrücken. 3M schreibt vor, 20 Kilogramm Anpressdruck hier zu halten. Und dann wie immer die Schutzfolie abziehen. Und dann kommt uns hier auch wieder das geile Glossy Black entgegen. Et voilà, und schon ist die Heckscheibenblende montiert. Also schneller geht's doch gar nicht, oder?
von der Optik her gefällt mir es richtig gut. Später im Carbon seht ihr die ganze Variante auch noch auf meiner Supra, dann in Waagefarbe lackiert, mit dem richtigen Farbton wohlgemerkt. Und dann könnt ihr euch hier auch nochmal den Vergleich ziehen, je nachdem, was für eine Farbe ihr im Auto habt, ob ihr das eher im Kontrast haben wollt oder dann eben in Wagenfarbe, weil die ganze Anbauteile aus ABS bekommt ihr ja in verschiedene Oberfläche. Das heißt, einmal in schwarz glänzend, schwarz matt strukturiert, lackierfreundlich und dann noch die Carbon-Optik, einmal in glänzend und matt. Also freie Farbauswahl, somit was richtig Geiles. Thema abgeschlossen, jetzt geht's zum Diffusor. Ganz, ganz neues Produkt bei uns und dafür muss das Auto jetzt erstmal ein Stockwerk hoch. Et voilà, und da bin ich schon wieder. Wie gesagt, ganz neu bei uns in der Produktserie sind die gefrästen Anbauteile. Jetzt hier zum Beispiel als Heckdiffusor für die Supra. Haben wir aber, wie gesagt, auch für andere Fahrzeuge im Programm ein riesen Portfolio, das auch stetig steigen wird und erweitert wird. Also schaut es euch an, ist vielleicht für euer Fahrzeug auch noch was dabei. Und wenn nicht, meldet euch zwischendurch natürlich. Dann schauen wir, ob wir hier natürlich auch was konstruieren können. Prinzipiell gibt es jetzt hier die Möglichkeit, dass ihr den Steckansatz oder die Anbauteile generell in einem matten Kunststoff geliefert bekommt. Der Unterschied, was ihr jetzt hier in der Auswahl habt, ist dementsprechend unser CSR-Logo. Wer sich das mit dem CSR-Logo bestellt, spart noch mal ein paar Euro dafür als Gegenzug, dass ihr für uns Werbung fahrt. Aber wenn ihr sagt, oh nee, matt-schwarz passt nicht so zu meinem Auto, ist das auch überhaupt gar kein Problem. Die Teile sind ultra easy zu lackieren. Habe ich jetzt für den Daniel hier auch gemacht, weil er das in schwarz glänzend haben wollte. Aber ich will euch einfach mal zeigen, wie so der Unterschied ist. Deswegen kleben wir jetzt mal das gute Ding hier einfach dran. Et voilà. Und dann nehmen wir jetzt einmal die lackierte Seite. Also wie gesagt, Standardauslieferung immer matt-schwarz, wahlweise dann mit unserem Logo für ein paar Eurone weniger. Oder dann, wie gesagt, könnt ihr euch das Ding in Wunschfarbe lackieren. Ich werde hierzu auch nochmal ein separates Video machen, wo ich allgemein mal auf die Lackierfähigkeiten der einzelnen Materialien eingehe und euch zeige, wie ihr das zum Beispiel auch für einen Lackierer vorbereiten könnt, um hier auch nochmal ein paar Kosten zu sparen. Aber ihr werdet sehen, das ist komplett easy going von der Vorbereitung. Und ein Lackierer hier wird euch jetzt nicht das Geld aus der Tasche ziehen, weil er sagt, er hat ewige Stunden gebraucht, um das Ganze vorzubereiten. Was ich vielleicht noch vergessen habe, das sage ich euch gleich nochmal. Und zwar, die Teile kommen nicht so fertig zusammengebaut, sondern das ist ein Stecksystem. Das heißt, ihr habt hier zwei Einzelteile und ich komme mal ein bisschen näher. Ihr habt jetzt zum Beispiel hier das B eingraviert, ebenso auch hier das B. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr die Teile nicht vertauschen tut. Und dann einfach, wie beim Lego früher, zusammenstecken. Und hier neben haben wir nochmal so eine Nut drin. Wenn er das dann zusammensteckt, habt ihr das gehört, dann klackt es ein und ist dann schon mal gegen Rausrutschen gesichert. Und das ist so geil passgenau, also das ist Wahnsinn. Auch noch ein kleiner Tipp, ich erzähle es lieber jetzt nochmal. Wenn ihr die Teile jetzt lackiert, zusammengebaut, zusammengesteckt, ganz wichtig lassen, weil wenn ihr jetzt den Lackaufbau quasi mit dazu rechnet, dann könnt ihr das später nicht mehr aufeinander setzen, als kleiner Tipp. Dann geht's an die Demontage. Denn wir haben hier unten zwei Schrauben und die tun wir übernehmen, um das ganze Ding zu befestigen. Heißt, die Schraube rausdrehen und dann haben wir das Ganze quasi schon fast vorbereitet. Wir haben hier eine kleine Klebefläche, die wir jetzt auch noch mal vorbereiten müssen. Denn genau hier an dieser Kante ist ein Klebeband, was dann den ganzen Ansatz nochmal befestigt zusätzlich, damit es später nicht rumschlappert und eventuell vielleicht irgendwelche Klappergeräusche oder so verursachen lässt. Und dann nehmen wir das gute Stück, ist auch die richtige Seite, jawohl. Und auch hier wie gewohnt wieder die Schutzfolie abziehe. Wie ihr sehen könnt, also das Klebeband ist genau zugeschnitten auf die Breite von dem Flap. Super geile Sache. Jetzt ist es wichtig, dass mir zuerst das Klebeband abziehe und das Bauteil so erstmal verkleben. Dabei darauf achten, dass ihr dann die Position schon habt. Und dann zählt das Ding
gut drauf zu drücken und dann das Klebeband, die Schutzfolie vom Klebeband langsam abzuziehen. Und dann am besten von hinten den Diffusor ein bisschen gegenhalten und auch hier wieder ordentlich andrücken. Dass er nicht abhauen kann. So. Und dann sitzt es. Und jetzt drehen wir einfach die Schraube wieder rein. Warum von der Vorgehensweise zuerst das Klebeband und dann die Schraube? Ihr fixiert jetzt hier an den Schrauben und dann zieht ihr das Klebeband ab. Eventuell habt ihr noch eine kleine Spannung drin und das Klebeband kann nicht 100% haftend am Originaldiffusor drauf sitzen. Deswegen hier ganz wichtig, erst das Klebeband abziehen, dann verschrauben. Und natürlich darauf achten, dass ihr nicht die Schraube komplett zuochse tut. Auch dass hier keine Spannung entsteht und allem drum und dran. Sind alles so Faktoren. Müsst ihr ein bisschen drauf achten. Also wirklich nur handfest anziehen. Das kann nicht abfallen, das Ding später. Da passiert nichts. Und et voilà, haben wir schon das erste Teil dran. Mache ich noch schnell die andere Seite. Und schon haben wir die ersten Teile fertig. Was noch wichtig ist, ist jetzt dieser Spalt hier neben. Ne? Ihr habt hier neben quasi so eine schräge Kontur vom Diffusor Original. Wir können natürlich nicht so eine Phase reinschneiden, um hier genau 100% einen Abschluss zu generieren. Geht fertigungstechnisch leider nicht. Deswegen haben wir das schon so gut wie möglich hier drauf gebracht. Und ja, damit muss man einfach leben. Also muss man ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das ist wirklich von der Passform her eh schon, wie ihr sehen könnt, sehr, sehr hohes Level. Das war's aber noch nicht. Wir haben nämlich noch diese Seitenflaps. Wenn euch das jetzt zu wenig ist hier neben, dann könnt ihr seitlich nochmal ein Add-on hinzufügen. Das sind diese guten Teile hier. Dann habt ihr hier nochmal seitlich einen richtig schönen Abschluss und könnt natürlich diese markante Heckform jetzt seitlich auslaufen lassen. Auch sehr geil von der Optik her und von der Montage. Wie gewohnt auch recht einfach. Das heißt, ihr bewaffnet euch mit dem Bohrer, denn diesmal wird das Ganze genietet. Passende Nieten sind natürlich im Lieferumfang dabei. Ganz klar natürlich wie immer der Vorteil, wenn ihr zu zweit seid, aber auch alleine kein Problem. Das ist ja auch schon wieder richtig nice. Wir haben hier die Aussparungen, um die Originalklipse hier trotzdem noch zugänglich zu haben. Wenn ich das dann nämlich jetzt hier ansetze, seht ihr das, wie schön das da reingreifen tut. Und dann hebt es wunderbar und ihr könnt jederzeit die Originalclips rausziehen. Einmal das gute Ding hier ausrichten. Und dann übertrage mal die erste Bohrung. Und die machen wir jetzt auch gleich fest. Dann können wir das nochmal ausrichten hier, dass es überall sauber ansteht. Alle guten Dinge sind drei. Auch das Teil befestigt. Das gleiche machen wir jetzt noch auf der anderen Seite und dann schauen wir uns das Ergebnis mal an. Also nochmal kurz über die Schulter schauen und dann gehen wir in der Endspurt über. Schaut euch das an. Ich meine, die Supra ist ja eh vom Heck her schon sehr markant und aggressiv und provokant und was es noch alles für Wörter gibt. Aber das ist richtig, richtig geil. Fällt mir echt sehr, sehr gut. Also wie ihr sehen könnt, super easy going das Ganze. Leicht von der Montage, geile optische Aufwertung und das Ganze sogar auch mit Gutachten. Das ist jetzt aktuell gerade noch in der Erstellungsphase. Ich weiß nicht, wann das Video online geht. Deswegen kann es sein, wenn ihr das schon gekauft habt, kriegt ihr das natürlich nachgeschickt. Aber ansonsten wird es dann gleich auch wieder ergänzt bei uns.
Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wie immer. Also haut rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst Kommentare und Likes da und macht's gut. Ciao. Big money, little waste, yeah, I'ma snatch that 2K for a feat, send it to my cash app, no post on the feed, made another fast bag, every hit on the splits, run it up a ass cap, ass back, your boyfriend tapped that, I ain't even gotta dance, I just throw that ass back, sit the pussy on his face, got a little splashback, make me come in seven ways, then I took a nap, nap. As fat, bag, bag, yeah, I'ma grab that. Pass that, pass that. Need more of that gas, gas. As fat, bag, bag, yeah, I'ma grab that. Pass that, pass that. Need more of that gas, gas. Hey, shorty, in the yellow. As fat, show me that. Give me that. Make it clap, clap, clap. Hand me that. Handstand, shit. I seen you on the gram. Follow that. Say you wanna cash out. I thought you were bad fast. Ass fat, bag, bag, yeah, I'ma grab that. Big money, little waste, yeah, I'ma snatch that. 2K for a feat, send it to my cash app. No post on the feed, made another fast bag. Every hit on the splits, run it up an ass cat. Ass fat, your boyfriend tapped that. I ain't even gotta dance, I just throw that ass back. Sit the pussy on his face, got a little splashback. Make me come in seven ways, then I took a nap, nap. As fat, bag, bag, yeah, I'ma grab that. Pass that, pass that. Need more of that gas, gas, gas.